Abelmir steht rum, teilt ein paar Anweisungen. Iserun steht ebenso daneben und scheucht die Geweihten von einem Fleck zum anderen. Ja, und dann können Rafim und Ömer, Rafim mittlerweile auch mit Nachnamen, Rafim ibn Kanawar, können dann da ankommen und sehen, dass noch nichts getan ist in der Zeit. Hallo, hohe Herrschaften. Was ist denn hier los? Hier ist totale Chaos. Was macht denn der Typ da hinten? Warum stapelt er die Sachen denn da drüben? Ah, ich habe gesagt, er soll die da hinstellen, dann sind sie nicht im Weg. Ach, der kann die doch nicht da hinstellen. Ach, Mensch. Okay, okay, also erstmal gute Sache. Wir haben mindestens 300 Leute zugesprochen bekommen. 300 Leute oder 300? Mindestens 300 der harten Sorte, die hier zugehören. Naja, gut. Es könnten noch ein paar mehr werden, sagt er. Man schaut mal nach, was noch wehrhaft ist. Ja. Die Leute wollen auf jeden Fall wissen, dass sie Waffen bekommen können. Habe ich gesagt, dafür sorgen wir. Und die Leute hatten gefragt, ob sie vielleicht wenigstens leichtes Lederzeug kriegen können. Da habe ich gesagt, ja, das könnte gut sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da vielleicht den Mund etwas zu voll genommen habe, ob wir das hinkriegen. Und wir haben auf jeden Fall einige Waffen von Pottingern zugesagt bekommen. Den Rest müssen wir uns selber bekümmern. Naja, sonst haben sie auf jeden Fall Knüppel, haben sie gesagt, also. Selbst die Landwehr ist besser ausgerüstet. Knüppel. Ja, ordentliche Bauern haben Mistgabeln und Sensen und Dreschpflege. Sind aber auch keine Bauern, das sind Bettler. Sage ich ja. Naja, wartet mal. Die Söldner müssten jetzt aber eigentlich auch bald kommen. Ich habe denen natürlich gesagt, dass wir die Waffen erst frühestens nach Gareth austeilen, spätestens aber sozusagen vor der Schlacht. Was passiert nach der Schlacht? Müssen sie Waffen abgeben wieder? Naja, ich denke schon. Ich meine, wir sind ja jetzt hier irgendwie... ich meine, nach der Schlacht ist nach der Schlacht. Mal gucken, wie viel da noch stehen. Sind wir ganz ernsthaft. Das wird bestimmt nicht gut ausgehen. Für uns alle. Traditionellerweise behalten... Ich habe den Leuten nur gesagt, dass sie... Sobald wir da Schwarztobrien eingenommen haben mit denen. Das war doch genau das, was wir gesagt haben, was wir denen versprechen können. Gut. Ich denke, aber es wird wenig dagegen sprechen, wenn sie ihre Waffen hinterbehalten dürfen. Wir brauchen sie dann schließlich nicht mehr. Aber das ist entfernte Zukunftsmusik. Ich denke, wir werden Verlustraten von über 80% haben. Es ist eine Landwehr, die hat immer hohe Verluste. Richtig, das ist das Los der Einberufenden. Ich denke, die wissen auch, dass sie sozusagen jetzt hier... Vielleicht wissen sie auch nicht, keine Ahnung. Wir bekommen das hin. Willst du nicht in die Rede einbauen, sagen wir es mal so. Ja. Und ich habe dir natürlich gesagt, dass Jarlan Greifhund vom Schnattermoor der oberste Befehlshaber ist. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. Aber man braucht ja mal so eine Art Anführerfigur. Und da habe ich mir gedacht, ich denke, ihr als adeliger Tobrier seid da wahrscheinlich das beste Vorbild für die Tobrier. War das richtig? Hoffen wir mal, dass die Leute hier überhaupt noch in der Lage sind, Vorbilder zu haben. Aber ja, natürlich. Ich denke. Vor allen Dingen, wenn ihr euch gleich mit der Suppenkelle dahinstellt, das motiviert die Leute bestimmt. Ich will nur hoffen, dass diese Ganoven nicht auf die Idee kommen, irgendwelche krummen Dinger zu drehen. Ihr meint, euch die Rüstung zu klauen, euch wegen den Waffen zu verprügeln und dann abzuhauen? Das habe ich mir auch schon gedacht. Ich meinte ja, eine Revolte anzuzetteln und uns alle aufzuknüpfen und in den nächsten Graben zu schmeißen. Aber ja, was eures geht auch. Deswegen haben wir ja die Söldner dabei. Zeit, wenn mich das nicht unbedingt positiv stimmt. Naja. Apropos Söldner, war nicht mal die Überlegung, dass die Landwehr trainieren könnten? Deswegen hat Rafim ja bereits einige angeheuert, die uns gehen wir heim begleiten werden. Na wunderbar, dann können die ja auch immer die Waffen austeilen. Auch das ist der Plan. Wir werden sie bewachen und über die Austeilung verfügen, sobald es dann soweit ist. Da brauchen die aber einen Wagen. Das sind 50 Mann, die können nicht die Waffen für 300 Mann tragen und auch noch ihre eigene Ausrüstung. Wir werden auch Nahrungsmittel mitnehmen müssen. Wir brauchen mehr als einen Wagen, ja. So, weil ich da noch nie was von gehört habe. Ich dachte nur. Die reden seit Tagen über nichts anderes als Wägen hier und Wägen. Ja, dann. Aber in jedem Zusammenhang. Ich schwöre es euch, ich träume schon davon. Hier ein Wagen, da Zelte, da das. Ja, das ist gut. Dann träumt ihr wenigstens von nichts anderem. Ich habe den Leuten schon gesagt, dass es hier vielleicht ein paar Stunden dauert, aber dass es jetzt hier bald Essen gibt, das hier ausgeteilt wird. Und ich denke mal, die ersten paar Leute werden wahrscheinlich so in der nächsten halben Stundenglas bis Stundenglas hier schon anfangen einzutrudeln. Deswegen
Ja, das muss jetzt zugehen wie in einer Großküche. Super organisiert hier, also ihr seht, also es funktioniert schon hervorragend. Kocht hier eigentlich jemand oder warum stapeln die alle? Und wie sollen sie denn kochen, wenn die alle rumliegt, denke ich mal. Ja, aber ihr wisst schon, dass man sowas einkochen muss, ne? Das ist jetzt nicht so 2 Minuten. Und dann macht euch ja schon mal nützlich. Genau. Ich koch hier doch nicht, sag mal, was stimmt denn nicht mit euch? Was genau tust du eigentlich, Rafim? Naja, ich bin schön anzusehen, das merkst du doch. Weil Karinor das den ganzen Tag behauptet, muss es noch lange nicht wahr sein. Gut, bei Herrn Karinor ist das aber auch schwer zu streiten. Aber ich hole jetzt die Söldner. Die sollten eh schon mal irgendwo am Chortempel auf mich warten. Ja. Bin dann gleich wieder hier. Soll irgendwer mitkommen? Okay, viel Spaß beim Kochen. Ich gehe Söldner holen. Ich glaube, ich schau mal nach einem Geweihten hier. Ich glaube, diese haben mehr Ahnung von solchen Sachen als ich. Bin gleich wieder da und stolziere halt in den Tempel hinein. Ja, im Verlauf der nächsten Stunde kann Rafim die Söldner holen, die sich dann nach und nach vor dem Tempel der eingebrachten Ernte einfinden und gemeinsam mit dem Vorsteher Pereinfried Segensreich könnt ihr dann hier auch tatsächlich so etwas wie eine Möglichkeit schaffen, dass dann hier auch gekocht wird. Die Eintöpfe werden dann nach und nach aufbereitet und ja, im Verlauf der nächsten Stunden tudeln dann eben auch mehr und mehr Tobrier ein und je mehr Essen verteilt wird, desto mehr Leute erzählen auch davon, so dass sich dann eben das Ganze exponentiell einfach vergrößert. Und immer sorgt immer dafür, dass sozusagen diese Flüchtlingsschlangen, dass da Schlangen entstehen wirklich, die sozusagen jetzt zwar Teile der Häuserwege blockieren, aber eben nur einen Teil und nicht eben alles. Und immer wird sich dann immer so ein paar Söldner schnappen, wir dann sagen, so hier in eine Reihe, hier, zack, 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 Reihe. Denn desto schneller geht's, desto eher kriegt jeder was zu essen. Und dass das Ganze dann sozusagen eben jetzt hier geordnet abläuft, das möchte er ganz gerne versuchen, mit Rafim dann hinzubekommen. Weil ansonsten fangen die Leute an, nachher noch irgendwie unruhig zu werden und das will immer dann schon direkt versuchen, mit Worten im Keim zu ersticken. Ja, hört sich gut an. Würfel mal, ich glaube, das ist Lehren. Das ist nicht unbedingt jetzt Hauswirtschaft oder so, sondern da würde ich mal eine Lehrenprobe haben. Und ja, könnt ihr denen tatsächlich eine ganze Menge beibringen, dass sie sich da dann an eure Worte halten und auch verstehen, dass es dann so für alle schneller geht. Wie gesagt, Pereinfried Segensreich schließt sich dann eurer kleinen Gruppe an, wird da dann kochen und alles, was dann die Tagelöhner von dem Kontor, was ihr euch gemietet habt, dann hier ranbringen, wird dann eben auch nach und nach verkocht. Die Stimmung ist gut, ausgelassen. Man fragt euch auch, wenn man es selber noch nicht gehört hat, was ihr hier vorhabt, warum das der Fall ist, warum ihr jetzt das Essen umsonst verteilt und niemand damit ist immer jetzt hier erstmal aggressiv. Damit immer auf jeden Fall so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass es darum geht, jetzt hier die Tage Freiwillige zu finden, die stark sind und auch so ein bisschen Kampferfahrung haben, um sozusagen bei einer größeren Schlacht mitzumachen. Um sich sozusagen eine Scholle in Schwarztobrien zu verdienen, sobald der Gegenschlag Schwarztobrien befreit hat. Was jetzt sozusagen in den nächsten halben bis einem Götterlauf geschehen soll. Deswegen sind auch hier so viele Kämpfer in der Stadt, weil jetzt beginnt der Gegenschlag. Jetzt wird Schwarztobrien befreit. Und ja. Und hat sich wieder zurückgeschossen. Und immer will er versuchen, einfach nochmal so ein bisschen die überzeugende Werbeltrommel zu rühren. Ja, gerne nochmal eine Überzeugungsprobe. Könnt ihr auch alle machen, wenn ihr mögt. Um da dann neue Leute zu ins Boot zu holen. Ja, komm, zählt Verhör Einzelgespräch für diese Wurf. Ist es Verhör, Einzelgespräch, oder? Es ist eher eine öffentliche Rede, die du jetzt machen müsstest. Du stellst dich zwar nicht oben irgendwie groß oben auf so einen Holzbalustrade, aber Verhör ist es nicht. Geht Überreden auch? Es ist Verhörbekehrung. Überreden geht nicht, nein. Ach komm. Ja, zumindest auf Überreden oder? Abgeleitet plus 5, ja. Komm, schippen wir das ganze Ding. Oder nur die 20? Ja, für Tobrien. Da ist schön. Da sind Flüsse und sowas. Schippen wir die 20. Für Tobrien. Das sieht gut aus. Dann habe ich, plus 8. 7 plus 8, 15 Sterne über. So, Ömer hat 3. Iserun 5 sind 8 plus... Wie viel hast du? 15. 15?
23. 16. Am Ende. Minus 7. Ja, Jalan kann dann die Erschwernis, die Rafim und Abel mir dann reingeben, kann er wieder abbauen. Also so, wenn ihr mögt, könntet ihr nochmal weitere 60 Leute, könntet ihr ebenso ins Boot holen, die euch dann begleiten als Tross. Das sind nicht unbedingt so sehr kampfkräftige, nicht so sehr starke, aber die sind dann trotzdem überzeugt, dass es sich dann dafür sterben lohnt. Dass es dann sterben tatsächlich Bauern wäre. Sterben für Tobrian lohnt sich immer. Gute Leute, so habe ich sie aus der Heimat in Erinnerung. Möchtet ihr noch die Namen der Spender vorlesen oder soll das irgendwann anders geschehen? Wir hatten, glaube ich, vor, eine Tafel anzubringen, auf der die Namen stehen. Die ersten, glaube ich, 5, glaube ich. Ja. Ich glaube, die können also alle nicht lesen und schreiben. Okay, weißt du was? Ich nehme einen herbei. Ich drücke dem Silberstück in die Hand. Sag ihm den Namen, weil er vermutlich auch nicht lesen kann. Und er soll hier in den nächsten paar Stunden die in so unregelmäßigen Abständen einfach mal verkünden. Gut. Ja, würde er machen. Ist natürlich auch immer ein bisschen schwer, wenn man dann die Namen hört, aber vielleicht dann falsch ausspricht. Bei Ema wird das vielleicht gerade noch gehen. Müsste man sich jetzt überlegen, welchen Adligen ihr noch so gelesen oder geladen hattet und der dann eben auch viel gespendet hat. Aber vielleicht werden dann so im Laufe der Stunden die Namen ein bisschen anders klingen, wenn er sie irgendwann vergessen hat und dann wieder irgendwas aus dem Gedächtnis rauskramen musste. Aber dem Ganzen ist wohl gedient. Könnt ihr also ein bisschen... Immer wenn man vorbeikommt, man hört, dass die Namen so ein bisschen verfälscht klingen, dann geht man nochmal hin und sagt, hier, der heißt so und so, so und so, so und so, so und so. Und ja, drückt dem vielleicht nochmal irgendwie ein Hell an die Hand. Gut. Ja, noch irgendwas, was ihr heute vorhabt? Ja, wir haben es jetzt so, nachdem das angelaufen ist, ungefähr 15, 16 Uhr. Nach einigen Stunden könnt ihr dann auch erkennen, dass Answin einmal kurz bei euch vorbeischaut. Dem ist das natürlich auch nicht ganz entgangen und kann euch dann berichten, dass eure Pferde wieder bei Witwe Putz im Stall stehen. Die hat er da wohl hinbringen lassen, jetzt wo auch die Tagelöhner dann den Stall wieder leer gemacht haben. Da warten dann also die Reitpferde auf euch, wenn ihr noch ganz besessen habt. Zusammen mit der Sattelschleife. Seht ihr? Die Pferde wurden uns gebracht, wie versprochen. Ja, hervorragend. Jetzt müsst ihr endlich nicht mehr überall hinlatschen. Geziemt sich doch nicht für so einen Reichsritter. Latschen zudem nicht. Gehen oder reiten. Das ist wohl wahr. Flanieren. Flanieren. Das ist das richtige Wort, genau. Ja, ich denke, ich werde mal zum Hesindetempel flanieren. Ich denke, wir sollten... Wie viele Tage habt ihr das denn noch vor, mein lieber Ritterkollege? Dieses... Nahrung verteilen, bevor wir losgehen. Und erst einmal, wie viel haben wir denn noch? Viel? Wir haben 2300 Säcke, also 230 Quader Nahrung geliefert bekommen. Und wie viel haben wir bis jetzt verteilt? Naja, vielleicht haben wir irgendwie, wenn es hochkommt, einen halben Quader heute verkocht. Mehr haben wir bisher noch gar nicht schaffen können. In anderen Worten, den Rest des Jahres können die Tobria essen. Wenn das alles für die ist, ja. Wir müssen einen Teil davon aber ein paar Säcke mitnehmen, ansonsten kriegen wir die Leute ja nicht ernsthaft ernährt. Natürlich müssen wir ein paar Säcke mitnehmen, aber wir werden kaum mehr als einige Quader auf die Karren kriegen. Werden wir überhaupt Karren kriegen. Ach, Ömer, habt ihr alle 25 Goldstücke verbraucht bei einem starken Haken? Ich habe alles recht gut investiert. Da war nicht nur der starke Haken, der bestochen werden musste. Man musste erstmal da hinkommen. Wir wollten uns die Waffen abnehmen, Säck über dem Kopf. Ich sag euch, der Sack hat gestunken, aber mir, das wäre, hätte euch nicht glücklich gemacht. Und das wäre echt nicht gut geworden. Und dann habe ich da waren eine ganze Menge Hände, Leute, die Hände aufgehalten haben. Wenn man da nicht was Geld reingelegt hat, dann wäre man gar nicht bis dahin gekommen, sondern vielleicht überfallen worden. Also ja, das ganze Geld ist leider. Ja, gut. Ist richtig gut investiert worden an vielen Stellen und ja, ein bisschen was muss ich ja aus Laufgeld haben. Ich meine, das ist ja echt. Guck mal, meine Schuhe, die sehen schon fast ausgelatscht aus. Also ich brauche wieder neue Schuhe. Ist gut. Hauptsache, ihr habt das richtig aufgeschlüsselt. Denkt dran an die Quittung und die richtige, ihr wisst schon, die Dokumentation der Gelder. Ja, sobald der starke Hagen dann sozusagen in der Armee ist, wird er euch eine Quittung schreiben. Das kann ich dachte an euch.
Ich kann keine Quittung schreiben. Nein, ihr solltet aufschreiben, wem ihr wie viel Geld gegeben habt. Könnt ihr schreiben? Ja, natürlich kann ich schreiben. Ja, glaubt ihr, ich habe das Bettler in Kunschum gelernt, einfach so? Dann machen wir das zusammen heute Abend. Ja, du kannst auch wohl schreiben. Tulamidia. Das kann ich ganz gut schreiben. Ihr könnt auch Zahlen schreiben, nicht wahr? Tulamidische Zahlen, natürlich. Meine Mama hat immer gesagt, unsere Zahlen kommen von den Tulamiden. Ach so, ja, da ist eure Mama wohl viel höher gebildet als ich. Ich bin doch nur ein armer Straßenjunge. Ich glaube, wir setzen uns halt zusammen und machen das gemeinsam. Natürlich. Gut, gut. Nun, wir werden uns erstmal dran machen. Wir müssen Wägen besorgen, wir müssen Waffen besorgen. Sobald das unter Dach und Fach ist, machen wir fertig. Bis dahin können wir die Zeit noch nutzen, um weitere Leute anzuheuern. Wollt ihr nicht auch ein paar Rüstungen besorgen? Habe ich unter Waffen jetzt einfach mal zusammengefasst. Ach so, okay. Hätte ja sein können. Aber ja, einige wattierte Röcke werden sich auch noch auftreiben lassen. Wir sollten auch an diesen Boron-Segen denken, auf unsere, nun ja, Waffen. Nicht wahr? Das hatten wir davor. Ja. Ich wollte euch nur erinnern, damit ihr es nicht vergesst. Und hinterher sagt, aber mir, warum habt ihr mich nicht dran erinnert? Immer. Du hast nicht zufällig eine Stunde lang nichts zu tun. Also ich kann hier einfach aufhören. Ich werbe gerade so ein bisschen immer mit eurem Namen und dass wir für die gute Sache kämpfen, aber ich kann das auch später weitermachen. Warum was denn? Ich dachte, wir machen einen kleinen Abstecher zur Tentralregistratur. Klar. Also nur, dass ich euch daran erinnere, ne? So ein Segen hält ja nicht ewig. Wenn ihr eure Waffen jetzt segnet, die sind doch bei der Schlacht niemals mehr vollständig gesegnet. Oder bekommt ihr hier permanente Segen? Gibt's hat einen gelang gehalten. Irgendwann ist der wieder weg, oder nicht? Gibt's manchmal noch zwei Tagen, manchmal noch drei, manchmal noch fünf. Ach so, ich dachte, wenn die Götter eine Sache segnen, ist das für immer so wie Tempel und so. Nö, unser Geweihter hat immer wieder gesagt, jetzt muss ich das schon wieder segnen, was hast du wieder gemacht? Die Götter halten ihren Schutz in der Hand nur so lange über den Segen, wie ihr euch auch ihnen zum Gefallen verhaltet. Und wenn sie euch zürnen, dann verfliegt er natürlich. Ah, okay. Deswegen sind Tempel auch immer gesegnet, denn Geweihte sind ihnen immer gefällig. Okay. Vielleicht sollten wir einen Boroni mitnehmen nach Wirheim. Kennt ihr denn einen? Nein, aber es wird sich mit den richtigen Worten sicherlich ein Diener des Raben sich überzeugen lassen und zu begleiten, nicht wahr? Oder nicht? Vielleicht können wir sie überzeugen damit, dass wir ganz viele Leichen auf dem Weg hinterlassen, die begraben werden müssen. Wir könnten auch, wenn wir in St. Boronia ankommen, schauen, ob wir vielleicht einen Monolithen bekommen. Nur so eine Idee. Wir sollten überzeugen, dass er das Richtige tut am richtigen Ort. Das wird schon funktionieren. Hans-Sven steht, wie gesagt, neben euch. Er hat sich dann irgendwie im Verlauf der Stunden dann zu euch gesellt. Was das betrifft, sollten wir vielleicht noch einmal miteinander reden. Und zwar nicht unbedingt auf diesem Tempelgrund. Nun, dann kommt doch mit. Wir wollten ja sowieso gerade in den Süden marschieren. Die Sache ist, wie gesagt, etwas delikat. Während ihr dann auf dem Weg seid, wieder zurück, weil das läuft jetzt ja automatisch, da haben sich dann die Geweihten dann sehr gerne auch drum gekümmert. Wir rechnen mit einem großen Zug von Untoten, das ist bekannt. Wir rechnen auch damit, dass wir auf dem Wege einige Siedlungen vorfinden. Natürlich, denn diese werden immerhin evakuiert, aber auch der Zug der Toten wird daran vorbeikommen und ich gehe ganz stark davon aus, dass der Schwarze Drache sich deren Boronanger bemächtigen wollen wird. Ja, das ist ein Gedanke, der uns auch kam. Was kann man denn jetzt dagegen tun? Ich meine, heißt das wirklich, dass wir... Das hoffe ich doch nicht. Also ich keine Toten aus. Aus taktischen Gründen würde ich jetzt sagen, ausgraben und vernichten, aber aus bohrengefälligen Gründen kann ich nur sagen, das will ich nicht tun. Genau das ist es. Wir
Wir können gegen einfache Nekromantie können wir einen Grabsegen sprechen, der wohl allerdings nicht hilft, wenn der Splitter der Herren der heulenden Albträume, wenn dieser Splitter besessen wird, dann wird ein einfacher Bohren oder Grabsegen die Gräber nicht schützen. Wir können jetzt natürlich in jedem einzelnen Dorf den Bohrenanger ausgraben, einzelne Knochen dann mit einem Ingrim-Geweihten vernichten und dafür sorgen, dass der Feind sie nicht wieder gegen uns wirft. Das kostet allerdings sehr viel Zeit. Nun, können wir nicht einfach den Bohrenanger entfernen? Ich meine, wir nehmen die Räder ab, wir bauen alles ab, streuen ein wenig Erde drüber und dann merkt man nicht, dass da mal einer war. Das ist so ähnlich, als wenn ihr doch behaupten würdet, dass wir einen Tempel abreißen. Ich meine, das ist doch gesegnet als Grund. Das würde nicht funktionieren. Ein Bohrenanger ist auch ohne Bohrenkreuz erkennbar. Bohrendraht. Bohrendraht. Ich glaube auch, dass die gaugräflichen Rechte hin oder her, ich glaube nicht, dass die einfache Bevölkerung einen solchen Schritt gutheißen wird. Immerhin sind sie abergläubisch und immerhin wurde ihnen eindoktriniert, dass diese Orte sicher sind, dass sie heilig sind und dass die Grabruhe nicht gestört werden darf. Wenn wir jetzt also nach und nach in jedem einzelnen Dorf die Skelette ausbuddeln und verbrennen, dann kann das durchaus zu Konsequenzen führen. Ich denke, die Zeit haben wir auch nicht. Kommt ebenfalls noch dazu. Meine Idee ist durchaus Nandus und Hesinde gefällig. Und wir müssten uns davon vielleicht noch einmal eine Erlaubnis einer Symborengeweihten holen. Dann wäre es noch viel opportuner, einen mitzunehmen, der dem Volk auch die Wichtigkeit dieses Unterfangens predigt. Ja, aber erstmal müssen wir uns anhören, was dieser wichtig zu sagen hat. Adepter von Spogelsen, Adeptus Jamorenes. Wie sieht eure Beschwörungsmagie aus? Beziehungsweise viel genauer die Herbeirufungsmagie. Mit solchen Spielarten habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Außer um diese Wesen der siebten Sphäre zu vertreiben, natürlich. Nein, wie gesagt, laut meinen Recherchen ist es keine, da könnt ihr mich gerne korrigieren, keine Beschwörung, sondern eine Herbeirufung. Ich spreche von Wesen aus einer Sphäre, die Elementare bewohnen. Und da, wenn ich meine einen Humus-Djinn, eventuell könnte man da auf Magister Yasafa zurückgreifen. Ihr wollt also einen Graumagier herbeiholen, damit er seinen seltsamen Geist beschwört, der dann die Gräber ausbuddelt? Soweit kommt's ja wohl noch. Nicht ausbuddelt. Yeah. Es geht einfach darum, dass man ohne das Wissen der Dorfbewohner einen solchen Geist oder einen solchen Djinn elementar beschwört, herbeiruft, um sie dann unbemerkt auf dem Boden die Knochen in Erde zu verwandeln. Das ist meine Idee. Das ist eine hervorragende Idee. Allerdings solltet ihr die Dorfbevölkerung nicht darüber informieren, dass ihr solches vorhabt. Genau deswegen. Also wir reden hier lediglich mit der Bohrenkirche und führen dann ihr führt dann eure Zauberei, eure Herbeirufung im Verborgenen durch, damit sie eben gar nicht mitbekommen, dass dort etwas mit den Knochen passiert. Wenn ihr schon im Verborgenen zaubern müsst, dann kann es wohl nicht sehr gut sein. Nun, es ist nur eine Beschleunigung dessen, was Satinav eh bewirkt. Die Beschleunigung ist ja nicht bohrengefällig. Das ist doch so ähnlich wie Leute, die nicht altern. Das ist doch auch nicht bohrengefällig. Nun, die Alterung ist davon ja nicht betroffen. Es geht um die Alterung eines Toten. Es wird nur ein wenig beschleunigt, könnte man sagen. Es ist eine Sache, wenn ihr Mochon um Verzeihung bittet und dann das Grab öffnet, wenn ihr den Leichnam nun mal verbrennen müsst. Aber ihr könnt doch nicht einfach einen Geist hineinschicken, der sich dann des toten Leichnams bemächtigt. Okay, mal ganz unabhängig jetzt von der ethischen Frage, wobei ich sagen muss, dass ich nicht helfen werde bei diesem Unterfangen, weil ich da Bohren, ich werde nicht Bohren erzürnen, das werde ich auf keinen Fall zulassen, machen. Wenn ihr das tut, dann müsst ihr es mit eurer Seele vereinen, aber das werde ich nicht für mich machen.
will Jelef Ibn Jassafar uns denn begleiten? Denn ein Humus-Djinn wird ein oder zwei Bohrenanger vielleicht jetzt verändern können. Was machen wir mit den ganzen anderen 30, 40? Wird er uns begleiten wollen, um immer wieder Djinne zu beschwören? Jelef Ibn Jassafar wird wohl mit nach Werheim kommen und euch als Lehrmeister zur Verfügung stehen. Ebenso werde ich ein paar andere Zauber für euch, für uns organisieren, die ihr ebenso als Lektorat mitnehmen dürft, wenn euch daran gelegen ist. Aber er wird uns in Werheim nicht begleiten. Fallen die Reichsstraße 1 runter, müssten wir ihn ja immer dabei haben, weil, hier ist ein Buchenanger. Okay, hier wollen wir eine Veränderung machen. Genau, deswegen spreche ich dann die beiden Adepti an. Ach so, die sollten das lernen. Ballruf und mit der weißen Magie vereinbar ist, nicht wahr, Magistra? Es ist eine Frage, es ist ein Angebot, das ich in den Raum stelle. Ich wäre sehr interessiert an solch einer Art von Magie. Ja, ich habe mir ja auch aus eurer Gilde geworfen. Das hat allen nichts mit dem anderen zu tun. Es geht um den Kampf gegen den schwarzen Drachen. Und ihr wollt doch nicht wirklich freiwillig ihm die Toten überlassen. Werden jetzt alle Mittel irgendwie, die zum Erfolg führen, irgendwie, kann man doch nicht benutzen. Wir schänden die Toten nicht. Wir übergeben sie nur der Erde. Ach, genau das tut ihr. Nein, das tun wir nicht. Ich halte es auch für Totenschändung. Ich kann da nicht mitmachen und helfen, unterstützen. Vielleicht das. Ich mache alles, was ihr wollt, aber diese Form werde ich nicht unterstützen. Diese theologische Frage einem Bohrengeweihten überlassen. Ja, also aus militärischer Sicht macht es durchaus Sinn, wenn wir natürlich dem Feind nicht die Möglichkeit geben, seine Truppen weiter zu verstärken. Das ist erstmal eine gute Sache. Ob das jetzt in der Hinsicht, also natürlich könnte das funktionieren, wobei ich jetzt auch sagen muss, Elementarmagie ist nicht gerade mein Spezialgebiet. Ob das jetzt tatsächlich göttergefällig ist, das würde ich doch gerne mal mit der Boron-Kirche absprechen. Wenn die sagen, na, das ist gar kein Problem, warum nicht? Also, war ganz im Ernst, ist das nicht ein riesiger Aufwand für praktisch keinen Effekt? Ihr wollt Magier hunderte von Djinne beschwören lassen, ich weiß nicht, wie kompliziert das ist, aber das klingt nicht allzu einfach, um irgendwelche Boron-Anger näher zu räumen. Wie viele Tote liegen denn da? Das ist ja nicht der Boron-Anger von Al-Anfa, sondern von irgendwelchen kleinen Dörfern. Da liegen vielleicht 50 Leute. Ihr müsst die Vielzahl der Toten aus der Wagenangel bedenken. Erinnert euch an die dritte Dämonenschlacht. Und erinnert euch an das riesige Gebiet. Wie viele Dörfer haben wir denn? Ja, alles? Aber wie viele Magier wollt ihr denn herankarren? Wenn wir so viele Magier haben, dann brauchen wir doch keine Schlacht führen. Dann beschwören wir einfach so viele Humus-Djinne, dass er gar keinen Meter mehr laufen kann. Nun, ich dachte mir ja nicht an einen Djinn, sondern vielleicht an eine höhere Instanz.